Okay, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar mit Data Stores. Ihr habt lang genug gewartet. Jetzt geht's endlich ans Coding. Wir haben aufgehört in unserem Data Store Script, in dem wir ein paar Sachen darüber beschrieben haben. Heute geht es endlich darum, auch wirklich mal Data Stores zu verwenden. Eine Sache sollte ich vielleicht zu den vom letzten Mal gesagten Sachen ergänzen. Dafür gehen wir nochmal hier hoch zu unseren Data Stores. Und ich ergänze hier einmal nur Server Scripts. Können auf Data Stores zugreifen. Sollte eigentlich klar sein, aber na klar, nur der Server darf die gespeicherten Daten von Spielern abrufen und laden. Das könnt ihr nicht mit Local Scripts machen. Ich wollte es einmal erwähnt haben für die Vollständigkeit. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das irgendwie in einem Local Script versucht. Es geht nur über Server Scripts. Zufälligerweise sind wir hier gerade in einem Server Script und zwar im Server Script Service. Und wir wollen jetzt erstmal auf den Data Store Service zugreifen, weil der lässt uns ja dann auf Data Stores zugreifen. Um auf den Data Store Service zuzugreifen, machen wir genau das Gleiche, was wir immer machen, wenn wir auf Services zugreifen. Wir legen eine Variable fest, in der wir diesen Service speichern. Den nenne ich DSS für Data Store Service. Und dann schreibt man Game --GetService Data Store Service. So, wir haben unseren Data Store Service. Jetzt wollen wir einen Data Store haben. Und um einen Data Store zu bekommen, schreiben wir einmal Local Data Store ist gleich DSS --Get Data Store. Dann haben wir natürlich ein paar Parameter, die wir anzugeben haben. Einmal zum Beispiel den Namen vom Data Store, auch oben genannt den Key. Deswegen schreibe ich einfach mal Key und wir können dann natürlich auch noch das Scope angeben, was auch ein ganz normaler String ist. Das ist halt der Name von dem Scope. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann habt ihr die letzte Folge wahrscheinlich verpasst. Die ist oben nochmal auf dem i verlinkt. Da erkläre ich den ganzen Spaß. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Data Store Options anzugeben. Aber wir werden weder mit Scopes arbeiten, weil ich habe euch ja gesagt, neue Spiele sollten am besten keine Scopes mehr verwenden. Und die Options sind für uns auch vollkommen irrelevant. Weil uns geht es nur darum, wie wir ganz einfach auf Daten zugreifen können und sie beschreiben können. Dementsprechend schreibt man einfach Data Store Service Doppelpunkt Get Data Store für den Key. Der heißt bei mir jetzt Key, er kann bei euch aber heißen, wie ihr wollt. Hier oben bei der Visualisierung haben wir gesagt, es gibt einen Global Data Store und es gibt dann noch die benannten Data Stores. Und zwar in unserem Beispiel Data Store 1 und Data Store 4. Und um auf Data Store 4 zuzugreifen, schreiben wir hier einfach in Anführungsstrichen Data Store 4 und dann haben wir unseren Data Store mit dem Namen Data Store 4, um drauf zuzugreifen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal RSL-Beispiel-Data-Store. Ein unverwechselbarer Name. Aber wie gesagt, der Name kann sein, was ihr wollt. Wenn ihr auf den Global Data Store zugreifen wollt, könnt ihr übrigens sagen, Global Data Store ist gleich Data Store Service Doppelpunkt Get Global Data Store. Und das war's. Da gibt man keine Argumente zu an. Man kriegt einfach den Global Data Store. Der Global Data Store hat auch keine anderen Scopes, außer das Global Scope, was ich euch am Anfang ja erst falsch gesagt habe. Und hier steht Scripts und nicht Scripts. Ich bin dumm. So, wer hat's in die Kommentare geschrieben? Ich wette, ihr habt's alle nur nachträglich geschrieben, dann könnt ihr es gleich sein lassen. So, wir haben jetzt unseren Data Store namens RSL Beispiel Data Store und wir haben den Global Data Store. Und jetzt wollen wir für zum Beispiel einen Spieler auf die Daten zugreifen, die da drin gespeichert sind. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben einen Spieler, Local Spieler 1 vom Typen Player. Den haben wir natürlich jetzt nicht. Das hier ist nichts, was ihr in eurem Code so machen könnt. Das habe ich jetzt einfach nur zur Visualisierung hingeschrieben. Und wir wollen jetzt für Spieler 1 die Daten aus dem Data Store. Dafür schreiben wir Local Spielerdaten sind gleich. Ich rück mal hier alles um einen ein, damit das gleichmäßig ist. Data Store Doppelpunkt Get Async und dann den Key, zu dem diese Daten in dem Data Store gespeichert sind. Aber über den Key greifen wir nur auf irgendeinen Eintrag in dem Data Store zu. Wir wollen jetzt aber die Daten von einem Spieler direkt haben. Und wie kriegen wir das hin? Wir brauchen einen eindeutigen Namen, der nur für diesen Spieler existiert. Und wir könnten natürlich jetzt sagen, yo, der Key für die Spielerdaten ist einfach Spieler1.Name. Aber Spieler können ihren Namen ja ändern. Dementsprechend sollte man das nicht machen. Man kann aber stattdessen einfach sagen, Spieler1.User-ID. Weil die User-ID steht für jeden Spieler fest. Die lässt sich nicht ändern und die ist immer eindeutig. Das Problem ist, der Key muss ein String sein. Das heißt, hier müssten wir dann auch einmal, damit alles korrekt wäre, reinschreiben toString-user-id, um diese User-ID, diese Number, zu einem String zu machen. Was man aber auch machen kann, was auch eher angebracht ist, ist, wenn man die Daten prefixt. Weil es kann ja sein, dass wir in dem Data Store vielleicht nicht nur Spielerdaten speichern, sondern vielleicht wollen wir da später auch noch Grundstücksdaten speichern oder sowas. Deswegen schreiben wir hier einfach mal in Anführungsstrichen Spieler unterstrich und dann Punkt Punkt Spieler.UserID. Und wenn man einen String mit einer Zahl concatenated, wird die Zahl automatisch zu einem String gemacht. Also haben wir damit einen eindeutigen Key. Wenn das jetzt für dich zu viel ist, dann fangen wir doch mal von vorne an. Denn was gibt es denn für Methoden in unserem Data Store?
nicht im DataStore Service. Die DataStore Service Methoden kennen wir jetzt schon. Es gibt einmal GetDataStore und es gibt GetGlobalDataStore und alles andere interessiert uns nicht. Jetzt interessieren uns die Methoden, die jeder DataStore hat. Und diese Methoden sind GetAsync, SetAsync, UpdateAsync, IncrementAsync und RemoveAsync. Wofür steht dieses Async? Async steht für asynchron. Das bedeutet, das ist eine Methode, die asynchron zu dem Takt, in dem unser Script läuft, ausgeführt werden kann. Und das ist eine Funktion, die yieldet. Das bedeutet, wenn wir diese Funktion oder diese Methode ausführen, dann kann das eine Weile dauern, bis die Antwort zurückkommt. Das bedeutet, dass das Script erstmal anhält, bis diese Methode fertig ist. Das kann super schnell gehen, das kann aber auch super lange dauern. Und ganz wichtig, das kann auch schief gehen. Und wenn ihr mit einer Async-Methode arbeitet, solltet ihr die immer in einen P-Call packen. P-Calls habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erklärt, ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Dafür steht Async. Wenn ihr Scripts habt, die instant irgendetwas ausführen müssen, dürft ihr keine Async-Funktionen da drin einbauen. Mit GetAsync kann man sich denken, kann man die Daten zu einem Key auslesen. Mit SetAsync können wir die Daten zu einem Key schreiben. Mit UpdateAsync können wir die Daten, die schon zu einem Key existieren, verändern. Darauf kommen wir gleich noch zurück, warum gibt es Update, wenn man getten und setten kann. Dann gibt es noch Increment. Das funktioniert genauso wie Update, nur sehr, sehr, sehr viel simpler, weil es kann einfach nur die Daten plus oder minus rechnen. Es funktioniert nur mit ganzen Zahlen, mit Integers, keine Floats, keine Doubles, keine Kommazahlen, sondern nur ganze Zahlen. Dementsprechend wird es wenig Anwendungszwecke für Increment geben. Aber es gibt welche und ich denke, ich werde euch auch noch einen davon zeigen. Und dann gibt es noch Remove Async. Damit löscht man die Daten, die gespeichert sind. Was sollten wir noch zu Datastores wissen? Datastores versionieren ihre Einträge. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Daten in einen Datastore speichert, dann wird dafür eine Version angelegt. Wenn ihr dann die Daten überschreibt mit neuen Daten, dann wird eine neue Version angelegt und ihr könnt in der Version zurückgehen und die Daten von einem älteren Zeitpunkt wieder abzurufen. Das ist aber auch eine Sache, die ich mit euch nicht machen werde. Behaltet es einfach nur im Hinterkopf. Wenn ihr Remove Async verwendet, dann wird eine neue Version angelegt, in der einfach steht, jo, jetzt ist vorbei. Aber man kann immer noch auf ältere Versionen zurückgreifen. Bei der Datastore-Versionierung hat sich in den letzten Monaten einiges getan und es wird auch immer weiter geupdatet. Dementsprechend möchte ich euch in der Serie nichts davon erzählen, weil das, was ich euch jetzt erzählen würde, könnte sich in der Zukunft wieder geändert haben. Buchstäblich heute, an dem ich das hier aufnehme, haben sie nämlich ein Update dazu rausgebracht, wie die Versionierung funktioniert. Einfach nur im Hinterkopf behalten. Es gibt Backups. Die Backups bestehen aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Aktuell sind es, glaube ich, 30 Tage. Und ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass es für alles Backups gibt. Gut, was haben wir hier gemacht? Wir haben uns einen Datastore geholt und haben dann die GetAsync-Methode verwendet, um für den Key Spieler-123 die Daten zu bekommen. Wir lassen diese Spieler-Variable einfach mal weg und holen uns einfach nur irgendwelche Daten. Dafür müsste man dann einfach nur schreiben Key und wir hätten dann Daten. Jetzt haben wir einmal geguckt, gibt es im Datastore mit dem Namen RSL Beispiel Datastore denn einen Eintrag mit dem Namen Key? Wenn ja, wird er returned als Daten, wenn nein, dann wird er returned als Nil. Wir probieren das Ganze einfach mal aus, wir schreiben hier einfach mal Print Daten oder ich mache am besten Warn, weil mein Output wird ziemlich voll sein. Ich gehe auf Run und hier unten im Output steht Nil. Es wurde Nil returned. Gut, wir wissen, die Daten sind jetzt Nil. Also schreiben wir einfach mal if not Daten, also wenn die Daten Nil oder False sind, then, dann legen wir einfach mal neue Daten an. Daten sind gleich 0. Und jetzt können wir zum Beispiel die Daten einfach mal erhöhen. Wir schreiben einfach mal Daten plus ist gleich 1 und am Ende wollen wir den ganzen Spaß noch einmal speichern. Das heißt, wir nutzen die nächste Methode, Datastore, Doppelpunkt, SetAsync für den Key. Der heißt bei uns Key. Und dann setzen wir den Value, Daten, den wir ja eben bearbeitet haben, indem wir ihn erst auf 0 gesetzt haben, falls er nicht existiert, und dann plus 1 gerechnet haben. Und dann gibt es noch ein weiteres Argument, das man angeben kann, und zwar User-IDs. Und User-IDs ist eine Liste, ein Array von Numbers, ein Array von User-IDs. In dem Fall haben wir keine User-IDs. Dieser Key existiert nur mit dem Namen Key und ist nicht an irgendeinen Spieler gebunden. Wenn ihr aber mit Daten arbeitet, die an Spieler gebunden sind, und das werdet ihr sehr wahrscheinlich tun, dann solltet ihr am besten bei SetAsync hier immer Spieler.UserID in geschwungenen Klammern mit reinschreiben. Damit wird einfach nochmal in den Metadaten vermerkt, okay, dieser Key ist verbunden mit diesem Spieler. Wenn es mit mehreren ist, könnt ihr natürlich Komma und von dem nächsten Spieler die User-ID und von dem nächsten Spieler auch die User-ID reinschreiben. Und das ist relevant für Write-of-Erasure-Requests, weil die Daten, die hier gespeichert sind, die sind ja in der Datenbank gespeichert. Und es gibt Gesetze auf der gesamten Welt, die besagen, wie man Daten speichern darf. Ihr dürft zum Beispiel nach DSGVO keine Daten erheben, die nicht relevant für euer Verhältnis mit
dem Kunden sind, sage ich mal. Roblox selbst sagt, ihr dürft nur Daten von Spielern speichern, die Roblox selbst zur Verfügung stellt, und das ist der Name und die User-ID und mehr nicht. Ihr dürft nicht das Geburtsdatum von Spielern erfassen und speichern. Ihr dürft nicht die Adresse erfassen und speichern. Dürft ihr alles nicht machen, aber ihr dürft halt die User-ID speichern und den Namen speichern. Und wenn jetzt ein Spieler sagt, ich habe keine Lust mehr auf Roblox und möchte meinen Account löschen, dann muss Roblox den Account löschen, muss auch sicherstellen, dass in einem gewissen Zeitraum alle Daten, die mit diesem Account zu tun haben und mit der Person zu tun haben, gelöscht sind. Und dann kriegt ihr auf Roblox eine Mail, in der drin steht, dass ihr bitte alle Daten zu dem User mit der User-ID so und so löschen sollt. Und damit das einfach ein bisschen einfacher wird, gibt man einfach hier die User-ID von den Spielern an, zu dem man die Daten speichert. Ich gehe mal auf Roblox und guck mal in meine Mailbox. Natürlich, okay, solche Sachen sind auch immer sehr viel in der Roblox-Inbox, aber hier, important. Da ist es, important, right to erasure action request. Die User-ID zensiere ich natürlich, aber hier steht: Hi Developer, we received a right of erasure request for the following user IDs. Und dann steht hier eine ID oder mehrere IDs. Und ich soll sofort alle Daten, die mit dieser ID im Zusammenhang stehen, aus dieser Experience, die ich jetzt auch einfach mal zensieren werde, löschen. Und das ist auch eine Sache, die ihr dann tun müsst, weil es sonst rechtliche Probleme geben kann. Deswegen, wenn ihr so eine Nachricht habt, macht das. Und wie macht ihr das? Wie löscht ihr nun Daten zu einem Spieler, indem ihr sagt, Datastore, Doppelpunkt, Remove Async und dann einfach der Key. Und wenn ihr das so macht, wie ich es vorhin gezeigt habe, könnt ihr sagen, Key ist gleich Spieler unterstrich und dann die User-ID, die euch Roblox hier gesagt hat. Ihr füllt das Ganze aus und die Daten sind weg. Den Spaß könnt ihr euch natürlich automatisieren. Ich habe zum Beispiel in all meinen Spielen einfach einen Command, den ich im Chat eingeben kann, und dann werden die Daten gelöscht. Sobald ihr ein sehr großes Spiel habt, werdet ihr aber so viele Anfragen bekommen, dass ihr das nicht mehr händisch machen wollt, und dafür bietet Roblox die Möglichkeit, mit Webhooks einen externen Server anzusprechen, der dann für euch per API-Schlüssel wiederum diesen Command ausführt. Das werde ich euch aber nicht erklären, das ist ein bisschen advanced. Also wieder zurück zum Thema. User-IDs immer angeben, wenn die Daten mit irgendeinem Spieler im Zusammenhang stehen. Tun sie bei uns aber nicht, also können wir das weglassen. Datastore-Set-Options interessiert uns auch nicht, da können wir sowieso nicht viel festlegen. Und wir können uns auch einfach mal printen, was zurückkommt, wenn wir Set-Async machen, indem wir schreiben print, Set-Async. Wir füllen den ganzen Spaß einfach mal aus. Was macht unser Script, bevor wir es ausführen? Wir holen uns einen Datastore-Service, holen uns dann den Datastore, Global Datastore auch, aber der ist egal. Dann holen wir uns die Daten für den Key namens Key. Wenn die Daten nicht existieren, werden sie auf 0 gesetzt und die Daten werden plus 1 incremented und dann wieder gespeichert mit setAsync zum gleichen Key. Ausführen, ein bisschen warten und hier unten steht einfach eine ID. Und diese ID ist dafür da, um die neue Version, die jetzt angelegt wurde, zu identifizieren. Ihr könntet diese ID zum Beispiel jetzt nehmen und dann sagen, yo, ich wollte das nicht speichern, ich möchte diese Version bitte wieder removen, indem wir sagen, remove version, dann diese ID, aber wir werden halt nicht mit Versionierung umgehen. Gucken wir einfach mal in das Datastore-Editor-Plugin, das ich mir geholt habe. Ihr habt das vielleicht nicht, das ist nicht so schlimm. Es geht jetzt ja nur darum, euch einfach mal zu zeigen, was passiert ist. Für RSL-Beispiel-Datastore, so hieß der Datastore, den wir gemacht haben, listen wir einfach mal alle Keys. Und hier gibt es einen Key mit dem Namen Key. Klicken wir rauf und sehen, der Key enthält die Zahl 1. Okay, was passiert, wenn wir dieses Spiel noch einmal ausführen und damit das Script nochmal ausgeführt wird? Gehen wir nochmal auf das Plugin, lassen uns nochmal die Keys anzeigen und der Key ist auf einmal 2, weil die Daten erst geholt werden und dann werden sie incremented um 1, jedes Mal, wenn der Server gestartet wird. Könntet ihr theoretisch machen, so als komischen Counter, um zu gucken, yo, wie oft wurde diese Experience gestartet. Wenn ihr übrigens irgendwelche Errors habt und der ganze Spaß nicht ausgeführt werden kann, ist es natürlich wichtig, dass ihr euer Spiel erstmal gepublished habt. Das heißt, ihr müsst hier oben auf Roblox veröffentlichen gehen oder ihr müsst die Berechtigung anstellen. Und um auf den Datastore-Service zuzugreifen, einzustellen, muss das Spiel auch erstmal gepublished sein. Also geht ihr auf Start, dann auf Spieleinstellungen, dann auf Sicherheit und Zugriff auf API-Dienste für Studio aktivieren. Und wenn ihr das alles nicht sehen könnt, steht da ja, dass ihr euer Spiel erstmal veröffentlichen müsst und das macht ihr dann an der Stelle auch. Gut, wir haben jetzt Daten gegettet mit GetAsync, gesettet mit SetAsync, aber alles, was wir in Wirklichkeit getan haben, war einfach nur eine Zahl von 0 auf 1 und dann von 1 auf 2 zu erhöhen. Das Ganze kann man natürlich auch anders machen, und zwar mit Increment. Also schreiben wir einfach mal Datastore Doppelpunkt Increment Async. Dann den Key, der Key hieß bei uns einfach nur Key. Delta ist dann die Zahl, mit der der ganze Spaß nochmal incremented werden soll. Das ist bei uns einfach 1. Ihr könnt aber auch sagen, die Zahl soll plus 10 gerechnet werden. Und natürlich, falls
dieser Eintrag mit User-IDs zusammenhängt, könnt ihr hier natürlich wieder die User-IDs angeben, beziehungsweise solltet das machen. Es gibt aber keine User-IDs, also bleibt das bei uns weg. Wir führen den ganzen Spaß noch einmal aus. Vlupp, hier nochmal auf Plugins, Datastore Editor, Beispiel Datastore, List Keys, Key und wir haben 3. Jetzt haben wir gesehen, genau das macht Increment. Aber es ist irgendwie blöd, wenn wir uns nur eine einfache Zahl abspeichern. Wir wollen vielleicht mehr als nur eine Zahl haben und sie trotzdem incrementen können. Und um mehr als nur eine Sache abzuspeichern, kann man Tables anlegen. Das habe ich euch ja schon mal gesagt, ihr solltet am besten immer Tables speichern, weil man in Tables alles Mögliche speichern kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen jetzt einfach mal datastore:setAsync für den Key. Und die Daten, die wir jetzt speichern, wir überschreiben einfach. SetAsync überschreibt ja immer alles, ist jetzt ein Table. Hier haben wir einmal unseren Server gestartet Counter, den setzen wir mal auf 3, weil der war ja vorher schon auf 3. Und dann können wir hier einfach sagen, weitere Daten packen wir einfach in irgendein Table rein. Ist zwar noch nichts drin, aber wir legen es einfach mal so fest. Führen wir einfach mal aus, gucken da nochmal rein, List Keys, Key und wir sehen, Server gestartet Counter liegt bei 3, weitere Daten, Table. Okay, wir haben die Daten jetzt überschrieben. Aber wir wollen ja, dass jedes Mal, wenn der Server gestartet wird, der Server gestartet Counter erhöht wird, aber wir können jetzt nicht mehr Increment nehmen, weil Increment funktioniert ja nur ganze Zahl plus ganze Zahl. Und das hier ist ein Table und keine Zahl, du kannst kein Table plus rechnen. Da braucht man was Komplizierteres und um etwas Komplizierteres zu machen mit einem Eintrag, nutzt man Update Async. Und Update Async nimmt natürlich wieder den Key, der heißt bei uns Key, und dann eine Function. Und das ist die Transform Function. Und diese Function ist eine anonyme Funktion, die uns erstmal die Daten gibt, die gerade vorliegen. Ich schreibe einfach mal Punkt, 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 weil wir wollen ja erstmal gucken, was da so für Daten drin sind. Mit diesen Daten können wir dann irgendwas machen. Zum Beispiel hier einfach den Eintrag incrementen. Und am Ende muss diese Funktion den neuen Eintrag returnen. Und der neue Eintrag wird ein Table mit dem Server gestartet Counter jetzt schon bei 4 und weitere Serverdaten, die auch einfach ein Table sein soll. So, aber wir wollen einfach mal printen, was diese Funktion uns hier gibt. Deswegen sagen wir mal waren, damit wir es richtig sehen. Aktuelle Daten, Doppelpunkt, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. So, wir führen den ganzen Spaß aus, gucken dann einmal in den Output und hier sehen wir aktuelle Daten. Und hier ist ein Table und eine Instanz. Interessant, okay, wir haben ein Table und der Table sind dann tatsächlich die Daten. Aber was ist das denn bitte schon für eine Instanz? Beenden wir mal den Test, gehen zurück ins Script und ich schreibe euch einfach mal hier rein, was das ist. Das erste sind die aktuellen Daten. Und das zweite ist eine Datastore Key Info vom Type Datastore Key Info. Und Datastore Key Info ist genauso wie die anderen Sachen, die wir bisher immer ignoriert haben. Einfach nur irgendeine Instanz, die uns vollkommen egal ist. Die hat was mit Metadaten zu tun und auf Metadaten werden wir nicht eingehen. Dementsprechend können wir diese Datastore Key Info einfach ignorieren. Schreiben wir aktuelle Daten rein und wollen den ganzen Spaß ja jetzt incrementen. Und das bedeutet, wir sagen jetzt einfach mal aktuelle Daten Punkt Server gestartet Counter plus ist gleich 1. Wird um 1 erhöht und dann sagen wir return aktuelle Daten, weil damit werden die Daten halt nochmal überschrieben. Wir sollten es vielleicht dann auch nur Daten nennen, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem wir es überschreiben, sind es ja die neuen Daten. Deswegen nennen wir es einfach mal nur Daten. So. Was Update Async im Hintergrund macht, ist, es ruft die aktuellen Daten ab, es bearbeitet diese Daten in dieser Funktion und dann werden die Daten gesetzt. Das bedeutet, diese Methode macht im Grunde das gleiche wie einmal get und einmal set, aber es ist sicherer. Weil wenn ihr mit get und set arbeitet, dann werden die Daten abgerufen, ihr bearbeitet sie und sie werden überschrieben. Und wenn ihr auf einem anderen Server jetzt auf den gleichen Key zugreift, was ja vielleicht sein könnte, wenn die Daten sich auf einen Spieler beziehen, ist das wahrscheinlich nicht der Fall, weil der Spieler ja nur auf einem Server gleichzeitig sein kann. Aber wenn ihr jetzt sowas habt wie einen Key, der nicht auf einem Spieler bezogen ist, zum Beispiel um Statistiken zu tracken, wie hier, Server gestartet Counter, dann solltet ihr immer Update Async verwenden. Weil Update Async achtet darauf, dass die Daten nicht von mehreren Servern gleichzeitig überschrieben werden. Wenn ein anderer Server gerade Update Async ausführt, während dieser Server hier auch Update Async ausführt, dann wird diese Funktion hinfällig und einfach nochmal von vorne ausgeführt und sie wird so und so lange immer wieder von vorne ausgeführt, bis Update Async durchging mit den aktuellsten Daten, ohne dass ein anderer Server da reingefuscht hat. Und das habe ich vor ein paar Jahren einfach mal ausgiebig getestet, um wirklich sicher zu gehen, wie sicher das ist. Und das funktioniert ganz gut. Wichtig ist, dass in dieser Funktion niemals geyieldet werden darf. Ihr dürft niemals task.wait verwenden, sonst wird es scheitern. Ihr dürft aber auch niemals irgendeine andere Methode verwenden, die yieldet, wie zum Beispiel update async ist eine Funktion, die yieldet, weil da steht async drin. Alles, wo async drin steht, dürft ihr nicht verwenden innerhalb von dieser Funktion, weil diese Funktion, dieser Callback, darf nicht yielden. Der darf keine Nanosekunde warten,
sonst scheitert's. So, was haben wir bis jetzt gelernt? Wir haben getAsync gelernt, um Daten zu getten, setAsync gelernt, um Daten zu speichern, incrementAsync, um Daten, die nur aus ganzen Zahlen bestehen, mit anderen ganzen Zahlen zu inkrementieren, oder updateAsync für komplexere Sachen. Ihr könntet hier zum Beispiel auch sagen, if Daten.weitere Serverdaten. Punkt Eintrag 1 ist gleich true, then, und dann könnt ihr hier irgendwas anderes speichern und mit den Daten machen. Hier kann man alles Mögliche machen, Hauptsache es yieldet auf gar keinen Fall. Und dann werden die Daten geupdatet. Und wir haben gelernt, dass Update Async sicherer ist, was das Beschreiben von Datastore Keys angeht, auf die mehrere Server gleichzeitig zugreifen können. Wir haben auch gelernt, wie man Remove Async verwendet, um Daten zu entfernen, aber wir haben irgendwie noch kein richtiges praktisches Beispiel und damit gehen wir nochmal zurück zu unserem Anfangsbeispiel und zwar von dem Spieler. Wir können natürlich jetzt nicht einfach schreiben, Local Spiel 1 Player, wir brauchen einen Player. Und wie kriegen wir einen Spieler, der dem Server beitritt, indem wir den Player Service verwenden? Game:getServicePlayers und dann unten das Player Edit Event connecten. Das heißt, players.playerEdit:connect PlayerEdit. Das Player Edit Event. Das ist aber nicht sehr zuverlässig, wenn ihr es in Roblox Studio testet, weil es ja nur dann ausgeführt wird, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt. Und wenn ihr es über Roblox Studio testet, dann seid ihr instant in dem Spiel drin und manchmal noch bevor dieses Event überhaupt feiern kann. Dementsprechend sollte man für Tests in Roblox Studio immer nochmal sagen, for unterstrich Komma Spieler in Players Doppelpunkt get Players do. Player Edit für den Spieler. Das heißt, wir loopen nochmal durch alle Spieler durch, die gerade im Player Service drin sind und führen auch die Player Edit Funktion aus. Aber jetzt müssen wir mal die Player Edit Funktion schreiben, also Local Function Player Edit Spieler Doppelpunkt Player. Das Doppelpunkt könnt ihr weglassen, das ist einfach nur für die Autovervollständigung da, damit Roblox weiß, okay, es handelt sich um einen Spieler. Aber es hat keinen Einfluss auf die Funktionalität von eurem Code. Wenn der Spieler dem Spiel beitritt, wollen wir die Daten von ihm haben. Das heißt, Local Daten sind gleich, und dafür rücke ich hier einfach mal alles ein bisschen ein, weil wir das jetzt wahrscheinlich brauchen. Datastore Doppelpunkt getAsync Spieler unterstrich Punkt, Punkt, Spieler, Punkt, User-ID, damit wir einen eindeutigen String nur für diesen Spieler haben. Mir fällt gerade ein, ich habe unser tolles Update Async weggemacht. Das heißt, wir werden niemals erfahren, wie oft dieser Server gestartet wurde. Nein! Naja, dann ist das so. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, if not Daten, then Daten ist gleich unser Daten-Template. Das Daten-Template legen wir auch einfach mal an. Das Daten-Template ist jetzt einfach mal eine Vorlage, also ein Template von der Datenstruktur, die wir für jeden Spieler haben wollen. Zum Beispiel wollen wir für jeden Spieler speichern, wie viel Geld hat er. Jeder Spieler hat, wenn er dem Spiel das erste Mal beitritt, kein Geld, also null Geld. Jeder Spieler hat ein Inventar, das ist einfach eine Liste von Sachen, da ist aber auch erstmal nichts drin. Und jeder Spieler hat dann noch ein paar weitere Daten, zum Beispiel Settings. Nenne ich einfach mal Einstellungen, ist ein Table und da drin speichern wir zum Beispiel Musik ist gleich Punkt 5. Das heißt, die Lautstärke von der ganzen Hintergrundmusik ist bei dem Spieler auf Punkt 5 und wenn er irgendwann in seinen Settings das ändert, speichern wir uns das ab, dass der Spieler es nicht jedes Mal neu beim Join machen muss. Oder zum Beispiel, Farbe ist gleich blau, das ist seine Lieblingsfarbe, die wir dann irgendwo anwenden werden. Das Problem ist, wir können keine richtigen Color Values speichern. Wir können ja nur Numbers, Strings, Booleans und Tables speichern. Also kein Color 3.new, das funktioniert nicht. Stattdessen müssen wir uns entweder als String blau speichern und später, wenn wir darauf zugreifen, dann wissen, was blau ist und das in Color3.new blau umwandeln. Oder wir könnten sagen Color3.fromRGB, dann klicken wir hier einfach mal raus, wählen unseren Farbton aus, den wir haben wollen. Dann seht ihr hier unten HTML und das, was in HTML drin steht, das kopieren wir uns hier einfach mal raus. Das Hashtag können wir weglassen, das ist 00C8FF. Und dann ändern wir das fromRGB um zu fromHex. Und wenn wir hier bei fromHex in String das reinschreiben, dann wird daraus automatisch wieder die Farbe, die wir eben ausgewählt haben. Das heißt, wir können einfach speichern als String genau das hier. Damit der Spieler wirklich jede Farbe speichern kann, die er möchte. Aber das ist alles noch zu kompliziert, das lassen wir jetzt erstmal weg. So, jeder Spieler hat Geld, Inventar und Einstellungen. Das heißt, jeder Spieler, der dem Spiel neu beitritt, kriegt das Datentemplate mit den Standarddaten und dann printen wir einfach mal print Spieler, ist dem Spiel beigetreten, / Geld, Doppelpunkt, Daten.Geld. Jetzt kann dieses Script die ganze Zeit auf die Spielerdaten zugreifen. Wir machen das einfach mal mit einem Playtest. So, ich bin jetzt dem Spiel beigetreten und im Output müsste irgendwo stehen, hier, Roblox Conny ist dem Spiel beigetreten, Geld, Doppelpunkt, 0. Ich habe 0 Geld. Das wurde jetzt einfach festgelegt. Wenn wir hier jetzt im Datastore Editor Plugin, ich habe schon wieder vergessen, wie der Store hieß, dementsprechend sage ich einfach mal List Stores. Ah ja, RSL Beispiel Datastore.
und uns da dann die Keys anschauen. Nein, da ist der Key nicht dabei. Nein. Und warum ist der Key nicht dabei? Weil wir es nicht gespeichert haben. Damit kommen wir zu dem nächsten Thema, woran ich gerade nicht gedacht habe. Natürlich müssen die Daten, wenn der Spieler das Spiel verlässt, dann auch wieder gespeichert werden. Wie machen wir das am besten? Natürlich brauchen wir erstmal eine Funktion, die ausgeführt wird, wenn der Spieler das Spiel verlässt. Die heißt dann Local Function Player Removing. Die nimmt wieder den Spieler vom Type Player. Bei getreten wollen wir auch mal richtig schreiben. Ich hab's schon wieder. Ist das richtig? Ich weiß nicht mehr, wie man schreibt, Leute. Aber wir können jetzt nicht einfach sagen, datastore Doppelpunkt set async Spieler unterstrich Punkt Punkt Spieler Punkt User ID und dann irgendwelche Daten speichern. Wir müssen ja die richtigen Daten von dem Spieler speichern, die vielleicht im Verlauf der Sitzung geändert wurden. Und um darauf zugreifen zu können, brauchen wir einen Cache, also einen Speicher, eine Variable, in der wir die Daten vom Spieler speichern. Da wir auf diesem Server natürlich mehr als nur einen Spieler haben werden, muss dieser Spielerdaten-Cache ein Table sein. Und dieser Table wird dann einfach indiziert mit etwas Uniquen für den Spieler. Zum Beispiel entweder dem Key oder der User-ID oder dem Spielerobjekt an sich. Das heißt, wir sagen jetzt Spielerdaten-Cache in eckigen Klammern Spieler. Also wir legen in dem Spielerdaten-Cache einen Eintrag zu dem Spieler ein und das sind dann die Daten. Jetzt, wo wir das hier gecached haben, können wir in PlayerRemoving sagen Local Daten sind gleich Spielerdaten-Cache, eckige Klammern Spieler und Set Async für den Spieler mit den Daten. Es kann natürlich sein, dass aus irgendeinem Grund ein Fehler aufkam und die Daten weg sind. Und wir wollen jetzt nicht unbedingt alle Spielerdaten löschen, nur weil die Daten irgendwie durch einen Fehler auf dem Server verschwunden sind. Deswegen sagen wir if not Daten, then return end, damit wir die Daten nicht einfach mit nichts überschreiben. Wir wollen ja hier nicht nil speichern. Wobei ich glaube, nil speichern mit setAsync geht, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß es nicht, probiert es am besten nicht aus. Wenn ihr Daten löschen wollt, macht es mit removeAsync. Ich glaube aber, es funktioniert nicht mit nil. Und nachdem der Spieler das Spiel verlassen hat, müssen wir natürlich den Spielerdaten-Cache leeren, weil so ein Cache wird ja mit jedem Spieler, der joint, immer voller und voller und voller. Deswegen sagen wir, ist gleich nil. Damit wird der Cache wieder geleert für den Spieler. Und je länger der Server online ist, desto voller ist der Cache und irgendwann ist es einfach zu viel und der Server stürzt ab. Und um das zu verhindern, löschen wir die Daten aus dem Cache, sobald wir sie nicht mehr brauchen. Zum Beispiel, wenn der Spieler verlassen hat, die Player-Removing-Funktion connecten wir natürlich jetzt auch noch einmal an players.PlayerRemoving, Doppelpunkt Connect, PlayerRemoving. So, und damit haben wir jetzt ein Script, welches die Daten von Spielern lädt, falls noch keine Daten existieren, einen neuen Datensatz von dem Template anlegt, diese Daten cached. Wenn das jetzt zum Beispiel kein Server-Script, sondern ein Module-Script wäre, könnte man dann immer von anderen Scripts auf das Modul zugreifen und dann dort diese Daten überarbeiten. Das sollte dann natürlich nur ein Module-Script sein, welches nur im Server-Script-Service drin liegt, dass keine Spieler darauf zugreifen können. Und das Script speichert die Daten dann natürlich, wenn der Spieler das Spiel wieder verlässt. Und damit haben wir unser sehr, sehr simples Datensystem. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich erstmal wieder 0 Geld. Geld ist gleich 0. Wenn ich das Spiel verlasse, werden die Daten gespeichert, weil das Event Player Removing gefeiert wird. Und jetzt kann ich nochmal auf den Datastore Editor gehen, mir die Stores listen, mir die Keys listen und hier ist ein Key Spieler unterstrich und dann meine User-ID. Da klicken wir einfach mal rauf und sehen dann in den Einstellungen, haben wir Musik auf 0,5. Das kann ich von hier aus auch mal bearbeiten. Auf 0,2. Wurde jetzt zum Beispiel von einem anderen Server bearbeitet. Spieler ist auf einen anderen Server gegangen, hat seine Settings bearbeitet, hat dann auch einfach mal 100 Geld verdient und im Inventar lege ich jetzt nichts an. Ich gehe hier oben auf Speichern. So, habe mit dem Plugin die Daten angepasst und wenn ich dem Spiel jetzt wieder beitrete, werden genau diese Daten geladen. Das heißt, hier steht Roblox Conny ist zum Spiel beigetreten, Geld Doppelpunkt 100. Geil. Aber was ist, wenn der Server irgendwie abstürzt und ein Spieler hier jetzt 50 Tage auf dem Server drauf war, die Sitzung super lange gedauert hat, der Spieler hat ganz viel Geld verdient, aber der Server stürzt ab, die Player Removing Funktion kann nicht mehr ausgeführt werden, weil das Event gar nicht mehr ausgeführt wird, weil der Server einfach crasht. Dann gehen uns Daten verloren und dann sind die Spieler sehr traurig und deswegen sollte man regelmäßige Speicherintervalle machen. Zum Beispiel dann immer mal wieder die Daten von Spielern speichern alle 30 Sekunden, aber dann kommen wir ganz schnell an unsere Limits, weil es gibt Les- und Schreiblimits. Auf die Limits gehen wir erst ein bisschen später ein. Aber ihr sollt einfach nur mal bedenken, ihr dürft nicht unendlich oft unendlich viel speichern und das kann zu Problemen führen, wenn ihr eure Limits überschreitet, weil dann einfach Sachen nicht mehr ausgeführt werden. Was ist, wenn ein Spieler ganz schnell zwischen einem und dem nächsten Server hin und her hoppt, die Daten auf dem einen Server geladen werden, noch bevor sie auf dem anderen Server gespeichert wurden
und dadurch dann vielleicht irgendwelche Glitches anregen kann, um Sachen zu duplizieren im Inventar, wenn es ein Trading-System gibt. Dafür könnte man die Daten Session locken und dann in den Data Store zum Beispiel drin speichern, yo, die Daten sind gerade geladen auf diesem Server, aber was ist, wenn der Server abstürzt und diese Session nicht mehr freigibt? Dann muss man auch sagen, ja, nach so vielen Anfragen muss die Session freigegeben werden, dann muss das zwischen den Servern hin und her kommuniziert werden. Das ist alles ziemlich kompliziert, das werde ich euch alles nicht zeigen. Was ich euch damit sagen möchte ist, dieses Setup hier funktioniert für sehr simple Spiele. Ihr ladet Daten beim Join, ihr speichert Daten beim Leaven und ihr könnt mittendrin Daten bearbeiten. Wenn der Spieler jetzt zum Beispiel auf den Knopf drückt, dann wird ein Event gefeiert und wenn das Event gefeiert wird, wird diese Funktion ausgelöst. Local Function, Geld geben Spieler, dann holt man sich die Daten vom Spieler, wie hier oben auch, und sagt dann Daten.Geld plus ist gleich, dann halt das Geld, das hier drin steht, plus ist gleich Geld. So. Diese Geldgeben-Funktion kann ausgeführt werden, dann wird dem Spieler Geld gegeben, die Daten werden überschrieben und später beim Player Removing dann halt auch wieder ausgeführt. Das funktioniert alles, das kann man so machen. Natürlich solltet ihr all diese Async-Funktionen noch in einen P-Call packen, aber das wäre zu viel für dieses Beispiel. Aber es gibt sehr viele Probleme, die auf einen zukommen, wenn man größere Spiele hat. Es gibt sehr viele Probleme in Edge-Cases, die halt immer mehr der Fall werden, wenn euer Spiel größer wird und es mehr Spieler gibt, weil alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Und weil niemand Bock hat, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, gab es ein paar Leute, die sich mit diesen Sachen sehr intensiv beschäftigt haben. Am Anfang gab es Data Store 2, hieß es, glaube ich. Das war ein Modul, das dafür da war, um halt dafür zu sorgen, dass die Daten immer sicher sind. Es sichert die Daten einfach nur regelmäßig. Dann kam irgendwann Profile Service an den Start und hat gesagt, yo, Data Store 2 ist cool, aber es gibt immer noch das Problem mit Duping beim Trading und das lösen wir durch Session Locking. Und Session Locking wird halt gemacht, indem wir uns speichern, auf welchem Server gerade diese Sitzung geladen ist und bevor die nicht wieder freigegeben wurde, können die Daten nicht überschrieben werden. Profile Service von Lolaris ist ein sehr, sehr gutes Modul. Das habe ich bestimmt auch irgendwo in meiner Toolbox. Ich finde es nicht, aber ich habe hier zum Beispiel einen Datenmanager, den ich irgendwann mal geschrieben habe, welcher Profile Service verwendet. Und dazu habe ich auch mal ein Tutorial gemacht. Profile Service hat aber auch seine Macken. Zum Beispiel kann Spieler ja nur auf einem Server gleichzeitig sein. Session Locking, wenn der Server abstürzt oder wenn es ziemlich viel hin und her gespringe ist, dauert dann ziemlich lange, bis eine Sitzung freigegeben wird. Und da gibt es einen seichtereren Approach von Zupis Data Store Modul, welcher Session Locking für Session Locking auch den Memory Store Service verwendet. Heißt der Memory Store Service oder heißt der nur Memory Service? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube das erste. Und dafür habe ich dann auch mal ein Tutorial gemacht. Enthält 7 Skripte, ich weiß. In dem dann diese ganzen Sachen drin sind, die natürlich am besten immer im ServerScript Service drin liegen. Wo das Main Data Script dann so aussieht. Und das eigentliche Modul, das der Supi erstellt hat, das sieht so aus. Und ihr seht, das ist schon ganz schön kompliziert und ganz schön unleserlich. Aber es löst im Grunde die Probleme, die ich eben aufgezählt habe und noch sehr viele weitere. Und solche Module sind sehr, sehr cool, wenn man sich selbst mit so einem Problem nicht auseinandersetzen möchte. Und ich sage euch, ihr möchtet euch mit solchen Problemen sehr wahrscheinlich nicht auseinandersetzen, weil es ist super anstrengend, es gibt super viel zu beachten und es gibt andere Leute, die das schon gemacht haben. Es gibt Profile Service, das ist gut, es gibt Data Store 2, das ist okay, finde ich. Ich finde, das ist zu kompliziert. Und dann gibt es noch Supis Data Store Modul, welches auch sehr gut ist. Was man jetzt lieber nutzen sollte, Profile Service oder Supis Ding, ist eben selbst überlassen. Ich habe zu beiden Sachen mal Tutorials gemacht. Ich persönlich finde Supis Data Store Modul ganz nice und benutze das aktuell. Aber das ist der ganze Punkt, den ich rüberbringen wollte. Für einfache Systeme könnt ihr den Spaß selber coden. Aber wenn ihr ein großes Spiel habt, dann wollt ihr wahrscheinlich nicht riskieren, dass eure Daten verloren gehen, weil es irgendwelche Probleme mit dem Speichern oder Laden gab. Und dafür gibt es Module, die diesen ganzen Stress schon auf sich genommen haben und die Wahrscheinlichkeit auf Fehler sehr, sehr deutlich reduziert haben. Nutzt einfach diese Module, die sind fertig, die könnt ihr verwenden und ihr habt sehr viel weniger Stress. Am Anfang damit klarzukommen und zu lernen, wie die Module funktionieren, ist natürlich auch eine Einschränkung, aber was all diese Module nicht können, ist Ordered Data Stores. Weil diese Module sind alle nur für normale Data Stores, aber in der nächsten Folge geht es dann endlich um Ordered Data Stores und die müssen wir tatsächlich lernen, weil zumindest weiß ich aktuell von keinem Modul, das einem Ordered Data Stores abnimmt, aber die sind auch ziemlich einfach. Das heißt, freut euch schon mal auf die nächste Folge. Das war's mit dieser. Bis dann und ciao!